So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier in Euro Truck Simulator. Wir haben jetzt lange darauf gewartet. Wir haben jetzt hier ein Guthaben von 23.603 Euro. Und das reicht uns natürlich noch nicht, um einen LKW zu kaufen. Deshalb gehen wir jetzt zur Bank. Wir leihen uns 100.000 Euro. In 35 Tagen muss es weg sein. Kaufen wir jetzt einfach. Läuft bei uns. Und ab zum LKW-Händler. Wir wollen jetzt einen LKW kaufen. So, wir gehen nach Stuttgart zum LKW-Händler. Wieso? Ich habe noch keinen anderen gesehen. Und dann schauen wir doch mal, was der so da hat, was uns gefällt. So, der gefällt mir nicht. Der ist natürlich schon richtig schön. Der hat 421 PS. Ein wunderschöner LKW. Ah, der gefällt mir nicht ganz so gut. Der würde mir gut gefallen, aber der ist über unserem Budget. Das heißt, wir können uns eigentlich nur für diesen LKW hier entscheiden. Ausführung können wir noch ändern. Was machen wir damit? Fahrwerk können wir nichts machen. Fahrerhaus geht auch nicht anders. Können wir es beim Getriebe wegen, beim Motor wechseln. Triebe, 12 Gänge. Bringt mir das was? Ne, bringt mir nichts, oder? Moment. Ja, steigen gefällt, Standard gut, habe ich ein paar Vorteile, aber es muss jetzt nicht sein. Nee, Rechtslenker wollen wir natürlich nicht. Aber wir wollen natürlich eine andere Farbe haben. So, ich bin ja eher so der orangene Typ. Aber eher so ein leuchtendes Orange. Genau so. So, als Voreinstellung speichern, dann behalten wir das mal drin. Das finde ich ziemlich cool, die Farbe. Was können wir noch machen? Zubehör, gibt's nichts. Innen drin. Moment, kann ich was auswählen, hieß es. Türgriffe habe ich, brauche ich keine neuen. Brauchen wir auch nicht. Original passt. Eintrittsleisten auch alles gut. Reifen läuft bei uns. Sieht auch alles gut aus. Ja, ist auch alles gut. Brauche ich hier innen drin was? Oh, will ich einen Vorhang haben? Ne, es muss es nicht sein. Weg damit. Ne, damit bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Kann man gar nichts dran ändern. So, hier nennen wir uns Zomni. Anwenden. Das finde ich cool. Es kommt vorne rein. Das hat doch mal ein bisschen Style. Was können wir hier dran ändern? Nichts. Schauen wir uns den LKW nochmal von außen an. Da vorne ist unser Kennzeichen drin. Standardschild haben wir ja alles. Beifahrer wollen wir natürlich auch haben. So, das Ganze nennen wir Nico. Dann sehen wir hier auch schön Nico Zomni. Das passt, das finde ich cool. Das finde ich sehr cool. Und dann kaufen wir doch den LKW mal. Besch. Und was ist hier unten noch? Beleuchtung an, aus. Vollbildvorschau. Sieht sehr cool aus. Läuft bei uns. Und bestätigen. So, und dann kaufen wir doch das ganze Ding. Und, yeah, Happy Halloween. Wir haben unseren ersten LKW gekauft. Und dann fahren wir doch auch gleich mal die erste kleine Tour damit. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Also ich möchte meine gesamte Flotte natürlich. Ich glaube, jetzt kommen wir erstmal hier in unserem kleinen Umschlaglager, kommen wir raus. Schauen wir mal. Genau, hier sind wir. Also die Farbe flasht mich total. Super Auswahl. Freut mich wirklich, wenn unsere gesamte Flotte so aussieht. So soll das sein. Das ist klasse. Ja, jetzt auf, kann ich das hier irgendwie abbrechen. Jetzt sitze ich doch im LKW drin. So. Jetzt lasse ich mir doch mal Auftragsangebote holen. Jetzt gehen wir auf den Frachtmarkt. Wir sind hier gerade in Frankfurt. Frankfurt nach Amsterdam, das ist ein bisschen lang. Das muss es nicht sein. Wir wollen heute ja nur eine kleine Strecke fahren. Frankfurt-Hamburg. Frankfurt-Salzburg ist auch nicht viel kürzer. Wieder Frankfurt-Salzburg. Frankfurt-Hamburg. Was haben wir hier denn alles?
Der will mich viel nach Belgien schicken. Frankfurt, Osnabrück. Das ist sehr, sehr kurz, aber da verdienen wir auch nichts. Ich denke, da machen wir lieber Frankfurt, Hamburg, dass wir da vorne irgendwo hatten. Hier. Verdienen wir 12.000 Euro dran. Fahren wir mal in die Hansestadt und los geht's. Ich freue mich schon wirklich darauf. Starten wir mal den LKW. Erster Gang einlegen und los geht's. Mal schauen, wo komme ich jetzt hier eigentlich aus meinem Hof raus? So, Rückwärtsgang. Und raus aus dem Hof. Es läuft doch schon mal alles sehr, sehr gut. Polizei, geh mir aus dem Weg. Aber ich bin wirklich zufrieden damit, wie mein LKW aussieht. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Wir sind schon wieder zu schnell unterwegs. Der Händler hat den Tank auch noch voll gemacht, so soll es ja sein. Perfekt. Also bin ich richtig, richtig zufrieden damit. Biegen wir gleich nach rechts ab in die Straße. Oh, bin ich irgendwo hängen geblieben? Ich hoffe nicht. Jetzt habe ich einen Iveco-Händler entdeckt, aber da wäre ich sowieso nicht reingegangen. Muss hier jetzt rechts rein, um meinen Auftrag abzuholen, ich glaube. Ja, das sieht gut aus. Bisschen holprig. Eingabe. Jetzt muss ich wieder irgendwie zurück auf den Frachtenmarkt. Ich wollte nach Hamburg. Oh, Nürnberg, Hamburg. Wie viel sind das? Ach komm, wir fahren jetzt so ein Ding nach Hamburg. Was soll der Quatsch? So, jetzt hängen wir das Ding noch ab und das nächste Video machen wir dann im zweiten Teil. Also jetzt hängen wir erstmal noch den LKW an. Gehen hier auf eine andere Perspektive. Wunderschöner LKW habe ich da. Oh, das Orange ist richtig, richtig gut. Perfekt, so soll das aussehen. Fangen wir das ganze Ding an. So. LKW angehängt und dann fahren wir doch gleich mal los nach Hamburg. Und den Rest seht ihr gleich im zweiten Teil. Bis gleich dann. Ciao, ciao.